Yo Leute, willkommen zurück beim FIFA Ultimate Team. Die Fitness meiner Spieler lässt zu wünschen übrig, das wussten wir bereits vorher. Und deswegen können wir jetzt ein Teamtraining anwenden, wir haben nämlich noch 11 Stück davon. Solange wir die haben, muss ich mich noch nicht so sehr um eine zweite Mannschaft kümmern, die das auffangen könnte. Aber ich würde sagen, wir haben noch ein paar FIFA Coins und deswegen wird jetzt vorerst das letzte Pack Opening kommen. Und wieder 5 Packs geöffnet werden. Ich hoffe, dass wir wieder ein bisschen mehr Glück haben. Komm schon, verdient hätten wir es. Wir hätten es sowas von verdient, hier mal wieder einen geilen Spieler drin zu haben. Komm schon, gib mir. Ah, Gameiro. Keine Ahnung, wer das ist, aber ich muss mal so sagen. Was? Nein, ich möchte die nicht alle verkaufen. Ich raste aus, dass hier nur so eine Scheiße andauernd drin ist. So, alles zum Verein. Meinetwegen. 4 Packs noch, meine lieben Leute. 4 Packs noch. Und da wird ja wohl irgendwo hoffentlich was Schönes drin sein. Komm schon, es muss doch mal was Geiles drin sein wieder. Und Henri. Oh, okay. Mittelstürmer 79. Henri, wie alt ist der denn eigentlich jetzt schon inzwischen? 77 geboren. Ach du Heilige, der ist ja schon fast 40. Boah. Er wird auch immer älter, wa? Ja, aber das Problem haben wir alle, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass man für Henri groß was kriegen wird. Wir könnten mal eben schauen. Preisvergleich, ne, er liegt so bei 800. Ist also auch nichts wert, der Bengel. Ah, wir haben Pech, wir haben echt Pech. Und Trikotsatz von Manchester United, okay, dafür könnte man ein bisschen was kriegen. Hier haben wir wieder jemanden doppelt, den verkaufen wir mal. Das Borussia Dortmund Trikot hat übrigens 1000, was? Alle verbleibenden Objekte in Verein speichern. Hat 1200 Coins eingebracht. Das fand ich krass. So, 3 Packs noch, meine lieben Freunde, die wir hier öffnen wollen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir einen coolen Spieler haben. Das muss ja noch nicht mal Bundesliga sein. Irgendwas, was wir zu Geld machen können. Und Boni. Okay, und da haben wir noch Diouf. Oh, Diouf. Okay, der wird gut Geld bringen, glaube ich. Weil, guck mal, 86 Tempo ist nicht zu verachten. Wir können mal schauen, was man für den so verlangen kann. So um die 2000, 1400, ja, okay. Und Boni, oh, auch nicht schlecht. Schuss 82, das ist natürlich auch krass. Auf Transfermarkt anbieten, Preisvergleich, ja, auch so um die 1000 irgendwas. So, eine dicke Heilung haben wir noch bekommen, das ist immer schön. Rein damit zum Verein und 2 Packs noch. 2 Packs noch, komm schon. Tu uns mal was Gutes da rein, liebes FIFA-Team. EA, wie wär's, wenn du uns jetzt einen geilen Spieler gibst? Komm schon. Komm schon. Charisma! Wow! Der ist gut! Krass, da will ich nicht wissen, wie viel man für den kriegt. Der dürfte mega Geld geben, glaube ich, oder? Charisma? Yo, der geht so... Ah, nee, da geht er recht günstig sogar weg. 5000 ist da das aktuelle Gebot bei dem einen. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, okay, das kann sich sehen lassen. Ein paar Verträge haben wir hier und wir haben hier hinten ein Wappen. Mach ich mal eben Schnellverkauf. Und Chemistry Style Hawk. Tempo, Schuss und Physis wieder. Auch nicht schlecht. So, wirklich zu dem Verein. Ja. Und jetzt, meine lieben Leute, kommt das letzte Pack. Und zwar hier das letzte 150er Pack wird geöffnet. Und Ala Ola, komm schon. Und... Nein, ein schlechtes Pack, das sieht man schon daran, wer da als bester Spieler gezeigt wird. Ah, das können wir vergessen, das ist ärgerlich. Aber wir haben hier nochmal Deadeye, Schuss und Pass, das ist auch nicht schlecht. Liga haben wir hier neu bekommen, für die mexikanische Liga. Ich glaube nicht, dass das so selten ist und ja. Fügen wir zum Verein hinzu, 100 FIFA Points haben wir noch und dafür holen wir uns dann meinetwegen so ein kleines Pack. Da ist nur ein seltener drin, vielleicht kriegen wir trotzdem was Cooles. Ich lasse mich überraschen. Man muss ja nur Glück haben und jetzt hier in diesem einfach was Geiles haben. Zapata ist der beste Spieler und hier haben wir dann nur einen Trainer. Ja, das ist natürlich nicht so cool gewesen. Ja, okay, kommen trotzdem in den Verein. Das war es also mit meinen FIFA-Coins. Leute, so schnell sind die weg. Und ja, ich würde sagen, die Mannschaft steht. Wir können direkt das nächste Saisonspiel bestreiten. Und fangen einfach direkt an. Möchtest du fortfahren? Ja, nö, weiter. Such mir einen Gegner. Such mir einen Gegner. Die letzten Gegner waren eigentlich meistens auf Augenhöhe mit uns. Da hatten wir nie einen großen Vor- oder Nachteil. Oh, jemand mit einem HSV-Trikot. Geil! Ich nehme das helle, du nimmst das dunkle. Komm schon. Hallo. Hallo.
muss dein Trikot schon wählen. Sieht man selten zwei HSV-Fans in einem Spiel, denke ich mal. Vor allem in diesen Tagen ist es schwierig, Leute zu sehen, die hier noch das HSV-Logo auf der Brust tragen wollen. Ja, wie wäre es, wenn du jetzt machst? Ah, geht doch. So, 78er. VfL 1860 NES 96 Team Chemie. Okay, er hat auch Ramos, er hat auch Aubameyang, er hat auch Großkreuz auf dem Flügel gehabt. Das wird ein interessantes Spiel, denke ich mal. Und den, ah, den sollten wir doch eigentlich sicher haben. Aber meine Spieler spielen irgendwie scheiße. So, Jansen spielt nach unten auf Traoré. Und dann könnte Traoré jetzt, na komm. Na, Mist, den kriegen wir nicht. Komm schon, dranbleiben. Oh, Toprak. Sehr gut geklärt von Toprak. Oben Aubameyang, wenn der mal laufen würde. Nö, hat er gar keinen Bock drauf. Ah, schlechte Pässe, aber auf beiden Seiten immerhin. So, jetzt ist aber Maxim durch. Maxim ist durch. Wird er aber irgendwie schon wieder behindert. Ah, Mist. Okay. Und Berami. Berami sieht jetzt Maxim. Maxim, oh, wollte glaube ich wieder zu Berami, aber das war gar nichts. So, und Traoré läuft jetzt unten. Sehr schön. Oh, guck mal, wer da vorne steht. Mist. So, Jansen hat da gut mitgearbeitet. Traoré, passt jetzt auf. Aubameyang wird schneller sein. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Aber, hat er sich vertändelt ein bisschen. Wo kommt der Ball runter? Was? Boateng, du musst auch hochspringen, wenn der Ball von oben kommt. Naja. Im Zweifelsfall ist ja immer der HSV-Sieger. Er hat echt geil. Er hat auch das Stadion wie wir. Und ja, cool. Das ist echt lustig, dass man mal so jemanden findet hier. Und... Ah, Maxim. Schade. So. Jansen, lass dich hier nicht ärgern. Lass dich hier nicht ärgern von Aubameyang. Oh, das wäre abseits gewesen. Schwein gehabt. Schwein gehabt, ey. So, können wir da vorne wen bedienen? Mal schauen. Nee. So auf jeden Fall nicht. Oh shit, oh shit. Bernd Leno. Adrian Ramos schießt daneben, aber das war jetzt das 2:0. Krasse Scheiße, okay. Ich denke, ich muss mein Spiel ein bisschen noch offensiver in die Offensive verlegen. Ach, Mann, ey. Okay, okay, okay. Also, wir gehen hier direkt mal auf ausgeglichen zumindest. So, Maxim, Maxim, Maxim. Und Maxim. Kam da nicht mehr zum Abschluss, leider. So. Komm schon. Nee, nee, nee. Da geht mein Spieler gut hin. Boateng. Sehr gut. Oh, Ramos. Ah, unser Ramos jetzt mal nicht. Was? Hä? Ach ja, okay, alles klar. Der Schiedsrichter pfeift wieder nur für den HSV, Leute. Fällt euch das mal auf. So, Toprak und Boateng. Und Maxim auf Ramos. Boah, ey, ich werde ja nur umgegrätscht heute. Obwohl, was heißt heute? Es ist irgendwie ja in vielen Spielen so, dass die Gegner irgendwie immer... Ja, und sowas gibt... Ich verstehe das nicht, weißt du? Meine Sachen geben immer direkt Freistoß. Egal, egal, egal. Nicht lange beirren lassen. Hat Toprak jetzt noch eine gelbe für die Scheiße bekommen? Das ist ja wohl nicht mein Ernst. Ich glaube, Toprak hat da jetzt wirklich ernsthaft eine gelbe für bekommen. Das wäre ja mal ein bisschen merkwürdig. Aber nur ein bisschen. So, Aubameyang, Aubameyang. Ah, laufen, Ramos, laufen. Und wer kommt da in der Mitte? Oh, keiner. Ah, Luis Gustavo verzieht vollkommen. Shit. Schade, Schokolade. Okay. Ja, man kann nicht alles haben. Und den Ball kriegt doch nicht ernsthaft doch noch Aubameyang, ey. Boah. Wofür denn jetzt schon wieder? Ach, für mich. Okay. Nervt trotzdem. Kann er nicht einfach mal die Pfeife ruhen lassen? Und... Ah. So,
Weg damit. Und jetzt wird mal hier nach vorne gespielt. Maxime, der wird nicht ankommen, leider. So, okay. Oh, Maxime. Es wird ein sehr schwieriges Spiel. Der steht so gut, der Gegner. Okay, jetzt könnte Maxime aber auf Ramos passen. Und er hat auch Leno im Tor. Ja, unsere Teams sind sich wirklich sehr ähnlich. Der alte Nachkäufer, ey. So, Aubameyang. Ja, Toprak. Sehr gut aufgepasst. Und jetzt könnten wir da vorne hinspielen. Und, ah, sehr gut. Komm schon, Ramos. Jetzt musst du mal was machen. Ramos, Ramos. Ah. Shit. Spiele, wow. Komm schon. Ah. Spiele gerade ein bisschen zu langsam, habe ich das Gefühl. Ah, sehr gut, Toprak hat aufgepasst. Ah, wieso geht da keiner hin? Sehr gut von Bernd Leno. Und jetzt schießen wir das Ding nach vorne. So, ach Mann. Yo, Boateng, ey. Geiles Ding. Hat er gut gemacht. Oh, Marcel Janssen. Nee, aus dem Lauf. Weg damit. Okay, und Maxim ist das, oder? Oh, was? Gelbe Karte. Na, immerhin gibt es auch mal eine Karte für ihn. So, und was noch? Warum kriegt Maxim dafür auch eine gelbe? Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Lächerlich. Einfach nur lächerlich. Er kriegt auch noch den Freistoß. Nur Maxim hat die gelbe bekommen. Lächerlich. Oh mein Gott, das kann doch wohl wirklich nicht mein Ernst sein. So, komm, weg damit. Zack. Oh nein. Berami ist da zum Glück zwischengegangen. Zum Glück ist Berami da zwischengegangen. So, ich habe übrigens mal auf offensiv gestellt, Leute. Denn, das war mir momentan hier ein bisschen zu viel Action einfach, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. So, mein halbes Team ist schon mit Gelb bedient und jetzt würde ich gerne mal nach da hinten... Salihovic ballert das Ding komplett aus dem Stadion, habe ich das Gefühl. So, okay. Noch ist es ja nur ein 2:0, Leute. Also wenn wir uns anstrengen, ist eigentlich alles drin. Das muss man ja mal so sagen. So, den haben wir. Oh, Boateng. Warum gehst du denn da ran? So, Aubameyang jetzt. Aubameyang könnte Maxim schicken, aber... So, den müsste Boateng noch haben. Komm, Ramos. Ramos, bleib dran. Ach. Das ist ein Rumgestokel hier gerade, ey. Nee, den hat Toprak. Und der kloppt den einfach mal nach vorne. Muss ein bisschen auf Sicherheit spielen, Leute. 45. Minute. Ja, wir haben nur einen Schuss aufs Tor abgegeben. Das ist nicht so gut. Ich trinke einen Schluck. Und ich würde Toprak zumindest gerne auswechseln. Denn da haben wir mit dem guten Papadopoulos immerhin einen Ersatzspieler, der ungefähr gleichwertig ist. So, wir dürfen beginnen. Und da würde ich gerne mal wieder probieren, mit Maxim einfach direkt hier mich durchzudribbeln. Ah, warum ist Maxim denn jetzt eigentlich wieder so lahm? So, Maxim dürfte eigentlich gar nicht so langsam sein, weil die haben doch ihr Fitness gespritzt bekommen, ey. Oh, der war nicht gut. Aber Salihovic hat auch einen schlechten Pass gespielt, glücklicherweise. So, Berami, Berami. Wow, nice one. Und Berami, ah, passt da leider nicht gut genug auf. Den müssten wir haben. Und den spielen wir jetzt nach vorne. Komm schon. Ramos, laufen. Ah, Ramos. Und, yeah, da ist er drin. Da ist er drin. 2:1, der Anschlusstreffer für Grands and Friends. Schöne Leistung hier von Ramos, dass er sich da noch durchgedribbelt hat. Hier den Einspieler hat er auch gut stehen lassen. Zack, in den Rücken und mit dem Außenriss vollendet. Adrian Ramos, 2:1. Also ihr seht, es ist noch alles drin. Und Berami hat den Ball, sehr gut. Oh, Maxim wird da
angegangen. Na, komm schon. Danke. Und ja, jetzt könnte Aubameyang das Spiel eigentlich mal schnell machen. Und, ah, Maxim. In der Mitte läuft Ramos. In der Mitte läuft Ramos, schade. Oh Mann, das ärgert mich. Den hätten wir machen können. Oh, Luis Gustavo. Wow. Wie kann das Abseits sein, wenn der Gegner dahin spielt? Wie kann das sein? Ne. Fehlentscheidung. Sorry, aber das ist eine Fehlentscheidung. Wie kann das denn bitte angehen? Es kann... Nein! Es ist so lächerlich. Durch so eine Fehlentscheidung werde ich jetzt hier wieder nach hinten gepusht. Oh Mann, ey. Das nervt mich. Also bitte, EA, mal ein bisschen an den Schiedsrichtern arbeiten. So ein bisschen zumindest. Dass sie ein bisschen verstehen, welches Spiel hier zumindest gespielt wird. So. Ich gehe jetzt einfach auf sehr offensiv. Und Maxim, ey, verliert hier direkt den Ball. Das darf nicht sein. Aber, oh, er hat sich den immerhin wieder zurückgeholt. So, jetzt könnte Ramos durch sein. Oh, wo geht Ramos denn ganz hin, ey? Das macht doch gar keinen Sinn. So. Traoré. Ah, Mist. Ah. So, und dass es dafür jetzt auch keinen Foul gab, wundert mich aber wirklich sehr. Oh, unten, ganz unten, Ramos. Komm schon. Und jetzt abziehen. Nein, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Çalhanoğlu. Ehrlich. Ehrlich, habe ich das Kartenabo. Kyriakos Papadopoulos, der für Toprak reingekommen ist, holt sich ja auch nochmal die gelbe ab. Naja, zum Glück haben wir gewechselt, sonst hätte es natürlich Dingens erwischen können. Ah, egal. Leute, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Und ich würde fast sagen, notfalls wird Maxim halt auch mal ausgewechselt. Dann, der ist auch schon wieder mit Gelb natürlich gefährdet, da vom Platz zu fliegen. Ja, müsste man eigentlich mal machen, sobald wir dann den Ball in unseren Reihen haben. Jetzt bekommt Boateng auch noch die gelbe, wa? Jo, alles klar. Was ein Spiel für meine Mannschaft. So, der wird wahrscheinlich hier oben hinspielen. Nee. Bernd Leno hat jetzt den Ball. So, was machen wir jetzt? Maxim wird auf jeden Fall Lewis Holtby reinkommen für. Und für Ramos kommt Kalou. Wir zählen jetzt auf unsere Joker. Und hoffen einfach mal, dass die was reißen können. Ah, Mann, Mann, Mann. Schade, aber ich weiß nicht. Der Schiedsrichter, die Entscheidungen, die da so in der letzten Zeit fällt, bin ich nicht so einverstanden mit. Kann man auch anders sehen. Er wechselt scheinbar auch, oder? Nimmt sich auf jeden Fall sehr viel Zeit. Die soll er auch haben. Ah, komm schon. Abseits. Salihovic steht da mega im Abseits und jetzt kommt der Wechsel. Komisch, der hat doch nicht gewechselt. Wieso hat der denn nicht gewechselt, wenn er jetzt auch eben da eine halbe Stunde im Menü abgechillt hat? Komm schon. So, immerhin. Ah! Shit. Shit, das ist kein Abseits gewesen, aber der schießt viel zu hoch. Glück gehabt. Leute, 75. Spielminute. Wir haben nicht mehr viel Zeit, ey. Traoré, komm schon. Nimm den Ball mit. Oh. Da schießt er auch deutlich weg. Aber meine Ballsicherheit ist irgendwie weg. Irgendwie ist es gerade nichts mehr, was ich hier mache. Da, guck mal, den kriegen wir auch nicht. Also, ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. So, Aubameyang, komm schon, laufen. Da kommt die Flanke. Komm schon, Holtby. Ah, warum stehst du nicht auf, Kalou? Wenn du jetzt verletzt bist, rast dich aus. Das gibt's doch wohl nicht. Bist eine Minute auf dem Platz, ey. Vollidiot. So.
komm schon, jetzt mach doch mal was Vernünftiges hier. Ach, guck mal, auf einmal steht er wieder. Auf einmal steht er wieder. Aber, was? Aber soll trotzdem verletzt sein, angeblich. Wie der das geschafft hat, Leute, das würde ich gerne mal wissen. So. Okay, sehr schön. Lewis Holtby. Komm schon, Holtby, du musst doch aufstehen. Und... Nein, wie kann man da denn daneben rennen? Es war so wichtig. Es war jetzt die 84. Leute. Ich denke mal, dass sich das jetzt erledigt hat hier. Oh, guck mal, wer da oben... Wollte eigentlich zu Lewis Holtby schießen. Der stand da eigentlich recht gut, fand ich. Ja, das war's, Leute. Das wird auf jeden Fall die Niederlage jetzt sein, denn wir stehen hier irgendwie total auf verlorenem Posten jetzt. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich jetzt. Aber es war ein Spiel, was jetzt nicht schlecht war, fand ich. Hat mir Spaß gemacht, das Spiel. War jetzt halt nicht so die Mega-Klatsche oder so. Oh, okay, vielleicht habe ich ja doch nochmal die Chance, zumindest den Anschlusstreffer hier zu holen. Ah, er haut den nach da hinten. Okay, kann man machen. So, 5 Minuten gibt es nochmal oben drauf. Das wird aber wahrscheinlich nicht genügen, um hier noch was zu reißen. Ja, vor allem nicht, wenn der Ball da wieder so komisch dann vertändelt wird. Ah, komm schon, Aubameyang. So, Aubameyang. Nee. Die haben teilweise komisch gespielt, meine Leute. War vielleicht jetzt auch wieder zu viel des Guten für sie. Habe ich denen zu viel zugemutet. Und Kalou läuft vorne. Nee, den kriegt er auch nicht mehr. Oh, obwohl, wenn Leno da jetzt so eine Scheiße baut. Naja. Dreh das Ding nicht. Nee. 4 zu 1. Ja, okay, das war's dann endgültig. Bitte guckt ihr den jetzt nicht noch an. Dann können wir einfach Feierabend machen hier. Muss ja jetzt nicht mehr sein. Werd jetzt noch den Anstoß kriegen. Und dann wird es wahrscheinlich dann direkt den Abpfiff geben. So, Dankeschön. Cooler Kerl auf jeden Fall, sympathisch. Hat ein cooles Team. Jo, und das ist der Abpfiff. 4 zu 1 Niederlage für unsere Mannschaft. Schade eigentlich. Haben uns aber gut geschlagen. Haben kein schlechtes Spiel gemacht. Und ja, er hat auch ein gutes Spiel gemacht. Er hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Er hat die Räume immer offen gelassen, hat sehr schöne Flanken gespielt. Und ja, hat mir gefallen, sein Spiel. Und alle Tore hat Ramos gemacht. 5 Stück an der Zahl. Gut, unser bester Spieler Bernd Leno und der Mann des Tages natürlich Adrian Ramos von ihm. Hat 4 Tore geschossen, was will man mehr? 1300 Münzen gab es dafür. Die nehmen wir gerne und ja, beim nächsten Mal, jetzt habe ich das aus Versehen schon weggeklickt, beim nächsten Mal Aufstieg wird schwer. Wir müssen das nächste Spiel auf jeden Fall gewinnen und ein Unentschieden noch holen, damit wir den Aufstieg noch schaffen. Aber in dieser Liga sind wir eigentlich, glaube ich, ganz gut bedient. So, jetzt hat Kalou... Ich dachte, Kalou hat sich verletzt. Wollt ihr mich verarschen? Naja, was mit Papadopoulos? Der braucht einen Vertrag. Okay, Verbrauchsobjekt anwenden. Vertrag. Tu ihm mal so ein 8er. So, so oft kommt er auch nicht zum Einsatz. So, alles klar. Fitness sieht auch noch gut aus, Leute. Dann würde ich sagen, mache ich Feierabend für heute. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Haut rein!